Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen und starte gerade mit dem Predigttext. Der steht so in 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 20. 2. Korinther 5, 18 bis 20. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der heutige Predigttext beginnt mit den Worten, aber das alles von Gott. Paulus schreibt diese Verse ja an die Gläubigen in Korinth. Und er hat ihnen geschrieben, was sein größter Wunsch ist, Vers 11, nämlich, dass Menschen gewonnen werden. Und er wird angetrieben von einer großen Liebe Christi. Und diese Liebe bewirkt auch, dass Paulus nicht mehr für sich selber, sondern für Jesus leben möchte. Und nun ist er eine neue Kreatur, Vers 17. Aber nicht einfach so. Nein, das alles von Gott. Und in unserem Predigttext erscheint ein Wort fünfmal. Es ist das Wort Versöhnung oder Versöhnen. Versöhnen meint etwas durch und durch anders machen. Also etwas total verändern. Versöhnung kann nur dann stattfinden, wenn Feindschaft vorher war. Also wenn man sagt, er hat sich mit seiner Frau versöhnt, dann meint das, die beiden hatten Streit. Aber es meint noch etwas mehr. Es meint, dass vor der Feindschaft auch eine Zeit des Friedens schon mal war. Und genau diesen Dreischritt haben wir auch in der Beziehung zwischen uns und Gott. Es gab mal eine Phase, da war totaler Frieden. Das war im Paradies der Fall. Doch dann kam der Sündenfall. Die Menschen lehnten sich gegen Gott auf. Und seither befinden wir uns alle in der Zeit des Unfriedens mit Gott. Man kann das auch Krieg nennen. Ja, die Bibel geht sogar so weit in Römer 5, Vers 10, dass sie sagt, wir Menschen sind Feinde Gottes. Nun ist es ja so, dass man kaum auf der Straße jemanden findet, der sagt, ich möchte ein Feind Gottes sein. Also ich zumindest kenne niemanden, der an Gott glaubt und gleichzeitig sagt, ich möchte ein Feind Gottes sein. Die Bibel sagt uns, wir sind es einfach, ob wir es wollen oder nicht. Und die Feindschaft, die wir Gott gegenüber haben, die bringen wir täglich zum Ausdruck. Manche lügen, andere stehlen, wieder andere fluchen, dann wird negativ über andere gedacht, auch negativ über andere gesprochen. Also wir bringen täglich zum Ausdruck, dass wir Gottes Feinde sind. Denn jede Sünde ist letztlich Auflehnung Gott gegenüber. Und nun sagt uns die Bibel, dass jeder Mensch, der sündigt und wir alle sündigen, letztlich den Tod verdient hat. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott muss in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit eine jede Sünde von uns Menschen mit dem Tod bestrafen. So ist unsere Situation. Doch die Bibel heißt ja auch gute Nachricht oder Evangelium und darum heißt es in der Bibel auch, dass Gott uns Menschen liebt. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Evangelium. Gott tut alles dafür, dass wir wieder mit ihm versöhnt werden können. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Und jetzt kommen die entscheidenden zwei Worte, nämlich durch Christus. Und in diesen beiden Worten ist all das enthalten, was nötig war zu unserer Versöhnung. Jesus Christus kam auf diese Welt. Aber Jesus war nicht einfach nur ein Mensch. Jetzt hier Gott, da wir und da kommt jemand auf die Erde, das Sündenlamm. Nein, es heißt vielmehr in Vers 19, Gott war in Christus.
Also Gott selbst kam in Jesus auf diese Welt. Geboren in einem Stall in Bethlehem, gelebt im Dienst des Menschen. Jesus hat gepredigt für die Menschen. Jesus hat geheilt für die Menschen. Jesus hat gedient den Menschen. Jesus tat das für uns und ohne Sünde. Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Also Jesus hat nie auch nur eine einzige Sünde getan. Und dieser Jesus Christus stirbt nun am Kreuz von Golgatha. Den schändlichsten Tod, den man sich überhaupt vorstellen kann. Cicero hat damals gesagt, dass man keinen Ausländer kreuzigen darf. Also keinen Römer durfte man damals kreuzigen. Warum? Das war so etwas Schreckliches und Schandhaftes, wenn jemand am Kreuz hing, von Gott verflucht. Und genau das tat Jesus für uns. Jesus nahm damit die Sündenschuld der ganzen Menschheit auf sich, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Vers 21, für uns zur Sünde gemacht. Jesus stirbt den Tod am Kreuz, den wir verdient gehabt hätten. Verlassen von allen Menschen, angespuckt, verlacht, geschlagen, ausgepeitscht, angenagelt. Jesus erleidet den Tod, den wir verdient gehabt hätten. Eigentlich müssten wir, die wir dieses Kreuz anblicken, unsere Todesstrafe sehen. Das, was wir verdient hätten. Also ich müsste hier am Kreuz hängen und oben wäre so ein Schuldschein angeschrieben. Zum Beispiel hat gelogen oder hat gestohlen oder was auch immer man auch schon alles getan hat. Das wäre bestimmt eine riesige Liste. Und nun stirbt Jesus und er hat auch einen Schuldschein. Auch meiner. Es steht in Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Dort oben steht mein Schuldschein, bildlich gesprochen. Und Jesus starb für meine Sünden. Jesaja hat das ja wunderbar vorausgesagt. Jesaja 53, Vers 5. Etwa 700 Jahre bevor es geschehen ist, steht dort, aber er ist um unsere Missetat willen verwunden und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir ewig Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus schafft die Versöhnung. Am dritten Tag hat Gott Vater seinen Sohn, Gottes Sohn, auferweckt vom Tod. Und damit ist der Tod besiegt, die Sünde besiegt und die Strafe getragen, die wir verdient gehabt hätten. Nun ist alles geschaffen. Es steht, Gott hat uns mit sich selber versöhnt. Aber etwas ist noch entscheidend wichtig, dass wir diese Versöhnung auch in Anspruch nehmen. Dass wir unsere Sünden im Gebet Jesus bekennen und ihn als unseren Herrn auch annehmen. Dann werden wir zu einem Kind Gottes. Und als Kinder Gottes sind wir nun eine neue Kreatur, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Alle Sündenschuld ist nun weg. Es steht nichts mehr zwischen uns und unserem Gott. Und wer eine neue Kreatur geworden ist, der kann nicht anders, als nun für Jesus zu leben, Vers 15. Er wird getrieben von einer Liebe, Vers 14, und hat nun einen Wunsch in seinem Leben, dass Menschen ebenfalls versöhnt werden, wie Paulus diesen Wunsch auch hatte. So viel zu Vers 18. Wenn wir nun Vers 19 lesen, dann sehen wir, Paulus wiederholt sich. Aber etwas ist in diesem Vers anders. Es steht hier nämlich, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt. Im Vers 18 steht, und versöhnte uns. Aber Gott versöhnte auch die ganze Welt. Das sind 8 Milliarden Menschen, die ohne Jesus Christus ewig verloren gehen. Das sind 8 Millionen Menschen in der Schweiz, die ohne Jesus ewig verloren gehen. Und dann gibt es noch unser Umfeld. Das sind auch Menschen, die ewig verloren gehen, ohne die Versöhnung mit Gott. Wir haben die Versöhnung erlebt. Die Welt soll versöhnt werden. Und nun kommt das ganz Interessante hier in diesem Text.
Wir, die wir versöhnt wurden, haben nun den Auftrag, der Welt, die noch nicht versöhnt ist, die Botschaft der Versöhnung zu bringen. Es steht in jedem Vers. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Vers 18. Durch Christus und uns das Amt oder den Dienst gegeben, das die Versöhnung predigt. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und nun Vers 20 bringt das alles so richtig auf den Punkt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter. Paulus sagt also, wir haben die Versöhnung erlebt. Die Welt soll auch versöhnt werden. Und wir haben nun den Auftrag, in Gottes Plan die Versöhnung zu predigen, also zu verkündigen. Paulus sagt hier also, so sind wir nun Botschafter. Ein Botschafter, das war damals ein offizieller Vertreter eines Staates oder des Kaisers. Damals. Also ähnlich wie der heutige Botschafter, der offizielle Vertreter eines Staates ist. Und damals war es so, wenn der römische Senat mal wieder entschieden hat, wir nehmen dieses Land auch noch ein und fügen dies zu unserem römischen Reich hinzu, dann hat man 10 Abgesandte gesandt, so 10 Legaten, das lateinische Wort für Botschafter. Man hat 10 Botschafter hingesandt und diese waren nun verantwortlich für die Art und Weise, wie die Menschen dem römischen Reich nun zugefügt wurden. Und wenn Paulus hier sagt, dass er ein Botschafter ist, dann meint er damit, dass er derjenige ist, der zu den Menschen geht und ihnen erklärt, wie sie Bürger des Reiches Gottes werden können. Also mit anderen Worten, ein Botschafter erklärt, so könnt ihr Kinder Gottes werden. Das meint Botschafter zu sein. Mit dieser Aufgabe, Botschafter zu sein, ist eine ungeheure Verantwortung verbunden. Ein Botschafter ist nämlich auch im Ausland Bürger des Heimatlandes. Also der Schweizer Botschafter in Deutschland ist Schweizer. Und wir sind hier auch im Ausland Bürger des Himmelreiches. Philipper 3, Vers 20 steht das. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Jesus sagte das auch. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und darum haben wir auch unterschiedliche Wertmaßstäbe manchmal. Wir sind hier Ausländer, manchmal nicht so genau gleich wie unsere Mitmenschen. Also wenn Jugendliche in den Ausgang gehen, dann merken sie ganz bestimmt sehr schnell, die leben anders, als ich das will. Da bedrängt man sich sehr schnell. Also ich war da jeweils erstaunt, was nach einer Stunde schon alles möglich war. Oder die Arbeiter unter uns. Plötzlich beginnt man ehrlich zu arbeiten. Das passt nicht allen, wenn man so bildlich gesprochen das Geld über den Tisch gibt und nicht unten durch. Oder wenn an der Haustür plötzlich die Nachbarin ist und etwas sagt, so Geschwätz nennt man das, dann sollen wir das nicht mehr weitergeben. Das ist total nicht das, was die Welt macht. Also wir sind auch im Ausland auf dieser Erde Bürger des Heimatlandes, des Himmels. Die zweite ungeheure Verantwortung. Botschafter sprechen für ihr Heimatland. Also der Schweizer Botschafter vertritt die Interessen der Schweiz. Und so sollen auch wir die Interessen unseres Heimatlandes vertreten in dieser Welt. Also die Interessen Gottes. Das betrifft mal den politischen Bereich in unserem Leben. Also als Christen wählen und stimmen wir gemäß den Interessen unseres Heimatlandes, also von Jesus her. Aber es betrifft auch jegliche Gespräche, auch diejenigen Gespräche, bei denen es nicht explizit um den Glauben geht. Wir vertreten die Anliegen Gottes. Eine ungeheure Verantwortung. Und noch ein drittes. Botschafter vertreten ihr Heimatland. Und aufgrund ihres Verhaltens beurteilt man dann auch das Heimatland. Also der Schweizer Botschafter kann es sich nicht erlauben, in einem Land nicht so zu handeln, wie das der Schweiz gefallen würde. Dann wird er sofort zurückgezogen. Und so auch wir. Wir sollen die zeigen, wie man im Reich Gottes lebt. Anhand von uns entscheiden die Menschen, ob sie Interesse haben an der Gemeinde oder an Jesus Christus. Ich habe schon von Menschen gehört, die mir gesagt haben,
Weil mir diese Person den Glauben so vorbildlich vorgelebt hat, wollte ich auch mal einen Gottesdienst besuchen. Oder vielleicht habt ihr es auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, warum hast du dich denn für ein Leben mit Jesus entschieden? Ja, diese Person um mich herum, die hatte etwas, was mir fehlte. Und das wollte ich auch. Andererseits kenne ich auch Beispiele, gerade auch von Jugendlichen. Da haben die Eltern vielleicht mal gesagt, schau, deine Kollegen kommen ja auch in den Gottesdienst. Komm doch auch. Und dann dachte diese Person, ja, ich kenne diese Jugendlichen, von Montag bis Samstag leben die ganz anders und nur am Sonntagmorgen haben sie so ein Sonntagsgesicht. Besuchen nie mehr einen Gottesdienst. Aber gerade letztlich von jemandem gelesen, der gesagt hat, er würde nie mehr eine Kirche besuchen, denn die ist voll von Heuchlern. Das wäre die negative Seite. Also wir vertreten unser Heimatland. Und damit habe ich nun eine ganz wichtige Sache angesprochen. Nämlich die Frage, sollen wir reden oder handeln? In den letzten Jahren war es immer mal wieder in zu sagen, rede nicht ungefragt über den Glauben, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Oder predige jederzeit und wenn nötig, gebrauche Worte. Ich meine, das ist zu einseitig. Ich weiß von Menschen, die leben wirklich total mit Jesus und werden nie gefragt. Ein Beispiel, eine Frau betet vor jedem Essen, damit sie wirklich mal gefragt würde. Einmal hat sie es nicht getan. Prompt fragte sie einen Arbeitskollege oder sagte ihr, du hast heute nicht gebetet. Aber keine Frage, wie es sonst mit ihrem Glauben steht. Und so geht es uns vielleicht manchmal auch. Man wird nicht gefragt und darum ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch zeugnishaft reden, dass wir auch mal Worte benutzen. Andererseits ist ohne authentisches, echtes Leben alles Reden nichts. Sogar wenn ich hier vorne stehe, so weiß man aus der Kommunikationstheorie, spricht das Nonverbale etwa 80%. Also nach diesem Gottesdienst wisst ihr viel besser, was ich anhatte. Wisst ihr viel besser, wie meine Armbewegungen waren und so weiter. Und dann hoffe ich doch, dass wenigstens noch 20% auch bleiben von dem, was ich sage. Und ich versuche noch ein bisschen Schwung hineinzubringen, vielleicht sind es dann 21%. Aber jedenfalls, das, was ich verkörpere, spricht viel lauter. Und darum ist es entscheidend wichtig, dass wir auch mit unserem Handeln, unser Reden unterstreichen und nicht etwa durchstreichen. Entscheidend ist aber sowohl das Reden wie auch das Tun, dass sich das ergänzt. Und nun lesen wir in unserem Predigttext weiter, denn Gott ermahnt durch uns. Den Begriff für ermahnen könnte man auch übersetzen mit einladen. Gott lädt durch uns ein oder ruft durch uns freundlich zu oder bittet, wäre auch eine Bedeutung. Also mit anderen Worten, Gott bittet durch uns. Und dann steht auch weiter, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Wunsch Gottes, Versöhnung der Menschen mit sich. Und damit sind wir nun wieder beim größten Wunsch des Paulus, Vers 11. Und nun möchte ich diesen Vers doch einmal noch vorlesen. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Paulus hat einen Wunsch, Menschen zu gewinnen. Und zwar für Jesus Christus natürlich, denn wir sind Botschafter an Christi statt. Und nun die große Frage, wie können wir den Menschen heute gewinnen für Jesus Christus? Da gibt es zum einen mal die Freundschaftsevangelisation. Jeder von uns hat ja Beziehungen, ganz natürliche. Und diese können wir ganz natürlich nutzen, um Menschen zu Jesus zu führen. Es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte. Also ich muss das immer wieder feststellen. So Anknüpfungspunkte, wo man plötzlich über den Glauben sprechen kann. Und dann ist meine natürliche Veranlagung die, dass ich einen zweifachen Salto mache, eine Hechtrolle und dann bin ich weg vom Thema. Und genau das sollen wir nicht. Wir können ganz natürlich Auskunft geben. Wie das jeder tut. Was hast du getan am Wochenende? Was machst du heute Abend? Was findest du nun zu diesem Thema? Ganz natürlich.
Die Evangelisten unter uns, die schaffen es sogar, von einem total abwegigen Thema einen zweifachen Salto und Hechtrolle zu machen und dann über den Glauben zu sprechen. Wie ist das Wetter heute? Wunderbar, hat Gott gemacht, der den Sohn geschickt hat. Und so, also vielleicht so auf die Spitze getrieben. Das sind die Evangelisten unter uns und ganz ehrlich, ich zähle mich nicht zu denen. Also ich kann das nicht, Sie vielleicht auch nicht. Und darum einfach die ganz natürlichen Anknüpfungspunkte benutzen. Und hierzu gehört natürlich auch, dass wir diejenigen, zu denen wir die tiefste Bindung haben, zu Jesus führen. Das sind mal unsere Kinder, wohl das größte Missionsfeld. Denn die Kinder tun letztlich ja doch das, was die Eltern ihnen vorzeigen. Also zum größten Teil zumindest. Natürlich, sie haben auch einen eigenen Willen. Aber diese dürfen wir mal mit der Botschaft von Jesus bekannt machen. Dann die eigenen Eltern der Ehepartner. Es ist dann etwas schwieriger. Aber doch, auch diese Menschen dürfen wir zu Jesus führen. Ganz natürlich mit unserem Leben und mit Worten, die wir in ganz normalen Situationen benutzen. Das ist der Bereich der Freundschaftsevangelisation. Dann gibt es weiter noch den Bereich der evangelistischen Anlässe. Bei den evangelistischen Anlässen übergeben wir die Verkündigung des evangelistischen Wortes einem von Gott berufenen Verkündiger. Also bei der Evangelisation sagen wir: Lukas, du darfst stellvertretend für uns nun als Gemeinde das Evangelium verkündigen. Meinen Freunden, meinen Bekannten. Im Glaubensgrundkurs sagen wir: Pfarrer Armin Maurerhofer darf die evangelistische Botschaft an 6 Abenden ausführen. Und nächsten Samstag haben wir einen Jugendgottesdienst. Da darf ich auch vor den Teenagern und Jugendlichen die evangelistische Botschaft ausführen, unter anderem. Also die Möglichkeiten für evangelistische Anlässe sind ja so groß, so breit. Also es gibt so viele Möglichkeiten. In der Jungschar kann man das machen, im CEO, in der IG. Besonders aber auch in den Lagern habe ich gemerkt, dass es dort einen besonderen Moment geben kann, wo man die Teenager, die Jungschüler, die Jugendlichen auffordern kann: Lasst euch versöhnen mit Gott. Dann gibt es noch Gästegottesdienste und eben Evangelisationen, Glaubensgrundkurse und sogar Gottesdienste. Nun haben wir heute ein großes Problem. Und das Problem ist das: Die einen sagen, Freundschaftsevangelisation ist das einzig Wahre. Und die anderen sagen, evangelistische Anlässe ist das einzig Wahre. Diejenigen, die sagen, Freundschaftsevangelisation ist das einzig Wahre, sagen, Zeltevangelisationen, wie man sie in den 70er Jahren gemacht hat, das ist Schnee von gestern. Nicht mehr zeitgemäß, soll man heute nicht mehr tun. Und viele Gemeinden verzichten deshalb auf evangelistische Veranstaltungen, wie wir das jetzt noch machen. Dann gibt es die anderen, die sagen, evangelistische Anlässe ist das einzig Wahre. Einmal im Jahr und dann haben wir den Wert der Evangelisation abgehackt. Die Extrempositionen, die mir so begegnen. Und ich sage, wir können vor allem dann evangelistisch wirkmächtig sein, wenn wir alles Mögliche kombinieren. Dann kommen noch die Traktate hinzu und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Straßenevangelisation und so weiter. Unser Evangelistikdozent an der STH Basel hat uns gesagt, eine Armee geht ja auch nicht in den Krieg nur mit einer Truppengattung. Also man stelle sich vor, wir gehen in den Krieg mit den Funkern. Da ist kein Krieg zu gewinnen. Auch nicht mit den Grenadieren alleine oder mit den Füsilieren oder Panzer und so. Es braucht alle. Und genau in so einem Krieg sind wir ja auch. Es braucht uns alle. Auf die verschiedenste Art und Weise. Ich denke da an einen Teenager. Dieser Teenager wurde eingeladen in ein Sommerlager, das ich mitleiten durfte. Am ersten Tag sagte er mir bei der Begrüßung: Übrigens, ich bin da nicht von eurem Glauben. Ich fand das cool. Also sagte er, das finde ich cool und so. Und er schaute mich so an und sagte, ja, warum und so. Ich sagte ihm dann, ja, das gäbe bestimmt interessante Gespräche dann. Im Verlauf der Woche besuchte ich seine Kleingruppe mit den stillen Zeitgruppenleiter und dann betete er. Ich fand das schon sehr interessant, aber er sagte mir dann auch, ich glaube nun schon zu 50%, dass es Gott gibt. Dann kam der evangelistische Abend und ich durfte die evangelistische Botschaft verkündigen. Und dieser Teenager hat sich aufgrund dieser Botschaft nicht für Jesus entschieden. Am Tag darauf ging ein Leiter zu ihm
und fragte ihn, du, wie fandest du eigentlich diese Botschaft gestern Abend? Sie kamen ins Gespräch und am Schluss dieses Gespräches bot ihm dieser Leiter an, wenn du dich noch bekehren möchtest, also eine Beziehung mit Jesus beginnen willst, kannst du auf mich oder einen anderen Leiter zugehen. Und das tat er dann auch. Dieser Teenager entschied sich für ein Leben mit Jesus, kam ein Jahr später wieder und so. Wir sind heute noch so spärlich in Kontakt. Aber damit sich dieser Teenager für Jesus entscheiden konnte, brauchte es zunächst einmal jemanden, der ihn eingeladen hat. Dann die Kleingruppenleiter, die ihn so ein bisschen eingeführt haben in unser christliches Denken und Handeln. Ich durfte dann meinen Teil auch noch erledigen und dann kam der Leiter und hat ihn aufgefordert. Es brauchte ganz viele. Das ist das, was ich heute auch feststelle. Damit sich ein Mensch für Jesus entscheiden kann, braucht es oftmals, nicht immer, Gott kann ganz große Wunder tun, oftmals aber braucht es ganz viele, die daran beteiligt sind. Freundschaften und evangelistische Anlässe, Traktate und was auch immer. Und darum möchte ich uns nun ermutigen, dass wir unsere verschiedenen Stile benutzen. Wir haben ja alle unterschiedliche Stile und Gaben. Die einen von uns, das sind eher so die beziehungsorientierten Typen. Die beziehungsorientierten Typen unter uns, die haben ganz viele Beziehungen. Vielleicht würde man diejenigen sofort erkennen auf Facebook mit so 2000 Freunden. Oder bei einer Party haben die immer ganz viele Leute um sich herum. Sie lieben es, möglichst unter Leuten zu sein. Das sind die beziehungsorientierten Typen. Diese können nun ganz normal ungläubige Menschen mit Gläubigen in Kontakt bringen. Das geht denen ganz automatisch. Eine Begabung. Dann gibt es weiter die konfrontativen Typen. Das sind diejenigen, die wie Petrus sagen können, ihr habt Christus gekreuzigt. Und 3000 Menschen verstehen das. Also das kann nicht jeder. Bei vielen denkt man, oh, was ist das für ein Hassprediger? Aber es gibt so Leute, die können das. Die gehen auf die Straße, verkündigen das Evangelium, die Konfrontativen. Und dann gibt es noch die Argumentativen. Die Argumentativen, das sind diejenigen, die können viel argumentieren. Über Schöpfung und Evolution. So wie Paulus in Athen, der hat auch argumentiert. Also wenn da Petrus gewesen wäre, die Athener hätten ihn gerade sofort gesteinigt, nehme ich mal an. Aber da hat er eine wunderbare Argumentation hervorgebracht, Apostelgeschichte 17. Und letztendlich wurde da also vieles erreicht, auch in Athen. Das sind die Argumentativen. Die sprechen über Schöpfung und Evolution. Die nehmen die Hindernisse des Glaubens weg, den Menschen, die diese haben. Es kommen ja immer die gleichen Argumente. Was ist mit den Kreuzzügen? Was ist mit der Not und dem Elend auf der Welt? Warum lässt Gott das zu? Und jetzt kommen die argumentativen Typen und die können das dann gut argumentieren. Und dann gibt es noch die dienenden Typen. Das sind diejenigen, die nicht viele Worte gebrauchen. Also es ist doch ganz normal, dass gewisse von uns besser sprechen können als andere. Wir haben ja unterschiedliche Begabungen. Das sind jetzt nun diejenigen, die mit Händen und Herz und so Menschen dienen. Und gerade auch das kann Herzen erwärmen für das Evangelium. Und dann schließlich gibt es noch den zeugnishaften Stil. Das sind diejenigen, die ständig über ihr Leben sprechen, was ich jetzt wieder erlebt habe. Ja, und da kann man auch mal sagen, was man mit Jesus erlebt hat. Das sind diejenigen, die das Interesse der Menschen wecken können. Wir alle haben also einen unterschiedlichen Stil, sei dies beziehungsorientiert, konfrontativ, argumentativ, dienend oder zeugnishaft. Und ich glaube, wir haben auch nicht nur einen Stil, man kann das vielleicht auch nicht immer gerade so festlegen, wir sind ja nicht so schematisch einzuordnen oft. Aber bestimmt haben wir gewisse Schwerpunkte, die uns einfacher gehen. Also ich zumindest habe gemerkt, ich kann konfrontativ sprechen. Wenn man mir Leute gibt, die eine halbe Stunde zuhören können, dann kann ich ihnen erklären, dass sie sich mit Jesus versöhnen sollen. Aber ich habe bei mir auch gemerkt, dass ich das Argumentative liebe. Also wie ich mit meinen Kollegen jeweils über den Glauben diskutiert habe, das begann immer mit Schöpfung, Evolution im Gymnasium. Und irgendwann einmal waren wir dann auch etwas weiter.
Oder so etwa vor ein paar Jahren kamen die Zeugen Jehovas zu mir. Ich habe die dann gerne einmal eingeladen. Die sind dann von selbst wieder gegangen nach einiger Zeit. Ich liebte es, mit ihnen zu diskutieren, und leider sind sie dann auch nie mehr gekommen. Das ist jetzt mein Stil. Vielleicht ist Ihr Stil ganz ein anderer. Aber etwas habe ich bemerkt. Jeder dieser Stile lässt sich kombinieren mit dem einladenden Stil. Ich habe viel konfrontiert, also wir haben da gestritten und uns trotzdem geliebt. Ich habe argumentiert. Und doch konnte ich immer wieder meine Kollegen auch einladen. Ganz speziell, also ich habe dann schon geschaut, wo ich sie eingeladen habe. Interessant war, dass viele dieser Diskussionspartner sogar bei mir selbst einmal in einer Evangelisation drin saßen. Jeder Stil lässt sich kombinieren. Diejenigen, die Zeugnis geben, können auch einmal sagen, schau, ich kann dir da noch mehr mitgeben. Hier an diesem Anlass wird es dir noch besser erklärt. Oder wer dient, muss natürlich beachten, Taten sind kein Ersatz für Worte. Es braucht beides. Aber vielleicht reicht ja mal ein Wort, kommst auch, oder sind zwei. Also aber, dass man halt einfach schnell mal einlädt. Und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was Ihr Stil ist. Aber kombiniert mit dem einladenden Stil entfaltet sich eine ungeheure Kraft. Und jetzt müssen wir abschließend noch etwas beachten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns. Nicht wir wollen jemanden für uns überzeugen. Es geht auch nicht um eine freie evangelische Gemeinde, es geht nicht um eine Denomination, es geht nicht darum, dass wir dann einen Platz mehr besetzen können. Das ist alles schön. Aber es geht letztlich darum, dass Gott selbst durch uns ermahnt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er möchte das. Und wir dürfen bitten. Wir bitten an Christi Stadt, wir können niemanden nötigen. Wir können niemanden zwingen, auch wenn wir glauben, dass es das größte Glück ist. Letztlich können wir nur ein Angebot machen und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und gerade deshalb, weil wir niemanden zwingen können, ist unser Gebet von entscheidender Bedeutung. Wir bitten, Jesus, schenke es doch, dass sich Menschen einladen lassen. Schenke es doch, dass Menschen an die Evangelisation kommen und dass Menschen sich bitten lassen, sich versöhnen zu lassen. Und nun an der Evangelisation, nun wird Lukas stolz stellvertretend für uns bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Einige werden diese Bitte annehmen, andere werden sie ausschlagen. Aber ich wünsche mir, dass wir das uns Mögliche tun, dass Menschen sich einladen lassen. Und dazu gehört insbesondere auch das inständige Gebet. Zusammenfassend wollte ich uns heute Morgen mitteilen. Die Versöhnung ist geschehen. Gott hat alles getan, dass wir Versöhnte sein dürfen. Es ist an uns, diese Versöhnung auch anzunehmen. Die Welt ist noch nicht versöhnt. Viele Menschen um uns herum sind noch nicht versöhnt. Ihnen sollen wir die Botschaft der Versöhnung bringen. Das ist unser Auftrag. Dabei haben wir zu beachten, dass es unser Reden und unser Tun braucht. Einige können ein bisschen besser reden, andere ein bisschen besser handeln. Aber es braucht beides letztlich. Dann ist auch wichtig, ist mir auch wichtig gewesen, heute Morgen zu betonen, es braucht die Freundschaftsevangelisation und die evangelistischen Anlässe. Wer nicht das ganze Jahr durch als Botschafter mit Jesus unterwegs ist, wird es kaum schaffen, jemanden einzuladen. Letztlich aber haben wir ganz unterschiedliche Stile. Mein Stil ist jetzt eher der konfrontative oder der argumentative. Ihr Stil ist vielleicht der beziehungsorientierte, oben links. Oder vielleicht auch der dienende, unten links. Oder der zeugnishafte. Lassen wir uns von Gott gebrauchen, gemäß unserer Begabung. Ich bete zum Abschluss. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles getan hast, dass ich versöhnt sein darf mit dir, mit Gott. Ich danke dir, dass du alles getan hast, dass die Menschen um uns herum versöhnt werden dürften. Ich danke dir auch für die Möglichkeit, die wir haben, in diesem Jahr wieder eine Evangelisation durchzuführen. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret bitten, schenke es doch, dass sich Menschen einladen lassen. Schenke es, dass Menschen hier hinkommen, dies wagen
und hilf Lukas Stolz ganz besonders bei der Verkündigung des göttlichen Wortes und bei der Aufforderung, lasst euch versöhnen mit Gott. Das wünsche ich mir, dass diese Aufforderung auch angenommen wird. Jesus, ich danke dir für uns alle, dass du uns so viele Begabungen geschenkt hast und dass wir jetzt nicht alle genau gleich handeln müssen. Ich weiß, wenn man von Evangelisation spricht, fühlen sich viele überfordert, weil sie nicht so gut sprechen können. Andere haben den Mut nicht. Aber bitte hilf uns, unsere von dir geschenkte Begabung zu benutzen, um Menschen mit dir in Kontakt zu bringen, sodass wir erleben dürfen, auch in diesem Jahr, Menschen lassen sich versöhnen mit dir. Amen.